Willkommen zurück zu Dead Space Folge 22. Und ja, nachdem wir in der letzten Folge ja übertrieben viel Minispiel betrieben haben, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, werden wir jetzt wieder in die Action einsteigen. Im Wohndeck haben wir ja schon gesehen, dass der Dr. Kai mit irgendeinem an den Rollstuhl gefesselten Mann etwas vorhat, glaube ich. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Story von Dead Space jetzt wieder, ja. Erstmal nachladen. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf Ihre Transformation, Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Der verreckt doch am Schluss, oder? Ja, da hat ihm doch jetzt nur ein Messer in den Kopf gerammt, oder bin ich dumm? What? Was ist eine gestörte Drecksau, ey. Und was blubbert hier die ganze Zeit? Was ist das für eine Kacke? Irgendwas, was ich nicht hauen kann, auf jeden Fall. Wird bestimmt gleich Kacke passieren hier auf dem Weg. Ich sag's euch, weil ich nicht schnell laufen kann. Sag's euch. Dauert nicht mehr lange. Kleines Getier, glaube ich. Weil es sind nicht umsonst solche Geräusche. Ding, 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 ding. Klingt immer, ist immer ein Zeichen für kleine Viechers. 100 Pro. Earth. Spring Mountain. Wo können wir denn jetzt zuerst hin? Wohndeck Lobby? Oder in den Speisesaal? Ach, wahrscheinlich. Wird der Bekloppte da jetzt richtig irre und greift mich an und ich habe da einen fetten Kampf in dem Raum, wa? Hm. Man, da ist natürlich zugebuchert, dass ich nicht weiterkomme. Oder? Ach du kleines Arschloch, ey. Oh nee. Naja, fuck you. Aua, Mann, ey! Wie viel Leben habe ich jetzt noch? Danke, ey. Big Viecher. Guck mal, ich hab doch Plasma-Munition dabei. Ne, hab ich nicht. Würde mich gerade nicht gerade drüber aufregen, warum man das nicht nachlädt. Ich mag die Waffe nicht. Boah. Naja, zu sehen die auch. Weiß, weiß. Hab euch ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass diese, weil ich sie ja am selben Tag aufnehme, mal ein bisschen kürzer werden wird. Wir haben es jetzt schon kurz vor 4 oder so. Aber ich wollte euch nicht so lange auf dem Trocken sitzen lassen. Auf dem Trockenen sitzen lassen, weil ich euch ja mit dieser Bonus-Erfolge vielleicht gequält habe. Weiß ich nicht. Oder ob euch vielleicht hat euch das ja sogar gefallen. Keine Ahnung. Könnte mir ja. Habe ich jetzt noch nicht gelesen. Aber habt ihr mir bestimmt geschrieben, ob das eher cool oder nicht cool war. Könnt ihr ja zur Not überspringen. Ist ja bloß ein Scheißhaus hier.
Okay. Ah! Okay. Was steht da? Was? A GIF? Great. Kann ich nicht lesen, kann ich nicht lesen. Übertrieben? Give them hope. Give them strength. They'll last a bit longer. We are so fucked. Also nichts Neues. Das Übliche halt. So, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, wir müssen in den verkackten Essenssaal, Speiseraum und gegen das Monstrum kämpfen. Wie viel Heilung haben wir jetzt noch? Ein großes nur noch. Das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt geht's los, ha? Oder? Nehmen Sie es an. Meint ihr, der verwandelt sich jetzt? Ist doch nicht umsonst eine Spannungsmucke gewesen. Aber hier geht's weiter, ne, Leute? Ich habe fast die Befürchtung, wir sollten vielleicht nochmal in den anderen Raum schauen. Bevor wir hier weitergehen. Vermutlich kommen wir zu dem anderen Raum eh noch hin, aber ich möchte das nicht missen. Kann sein, da ist ja auch irgendwie ein Bonus-Kram oder sowas und nachher komme ich da nicht mehr hin. Eventuell. Und dann würde mich das sehr ärgern. Vielleicht ist auch hier der Schlüssel versteckt. Sicherheitsraum. VIP-Sicherheitsraum. Scheiße. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Das Shuttle gehört mir. Ich entscheide, wer Zutritt erhält. Wenn ich den Flug schaffe, könnte ich alles in Ordnung bringen. Tut mir leid, Mr. Clark. Wenn Sie mir nicht beweisen können, dass Sie in der Lage sind, es wieder flott zu machen, werde ich Sie nicht durchlassen. Ich muss wissen, dass Sie auf meiner Seite sind. Wer zum Geier bist du? Ach, dort ist. War das der Dr. Klein jetzt? Auf meiner Seite sind? Als ob wir auf den seiner Seite sind. Pff, werden hier mal kurz speichern, glaube ich. Sind ja jetzt schon Kapitel 10. Und in der zweiten Runde, in der zweiten Speicherrunde sozusagen. Ich weiß, wir haben noch Energieknoten. Und wir haben bestimmt auch noch Knete. 66.000. Könnten wir uns den Anzug Level 5 kaufen? Ich weiß gar nicht, wie viele Anzüge es gibt. Wie viele Level dieser Anzüge gibt es denn? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich glaube nicht, dass das ein zu großer Spoiler ist. Ich habe ja schon den letzten. Kein Schimmer. Rein rüstungsmäßig von den Rüstungsteilen da, also diese Klammern oder wie man den nennen möchte, sieht das schon relativ komplett aus. Aber am Arsch könnte noch ein bisschen was haben, aber es würde die Bewegungsfreiheit natürlich einschränken. Ach, jetzt habe ich vergessen, mir natürlich hier Heilungszeug mitzunehmen, ne? Ich Depp. Na, hier wird bestimmt nichts passieren, bin mir ganz sicher. Alles safe hier. Außerdem sind wir hier langsam. Ah, alles klar. Sehe schon. Ekelhafte kleine Wegsiecher. Können wir das hier beiseite räumen? Ne, nicht die Dose. Ah, absichtlich nicht. Alles klar. Das ist nicht umsonst wie ein Labyrinth hier aufgebaut. Guck mal, was wie für schwere Dinge hier rumschieben, ja. Asteroiden und sonst was für Dinge haben wir rumgeschossen mit der Stase. Mit der Kinetik da. Und dieser gammelige Schrank oder was. Geht nicht. Was soll ich dazu sagen? Oh, Magazine. Oh ja, das ist wieder ein interessantes Magazine. Was ist denn los? Die Kantine hat geschlossen, verpiss dich. Hä?
Ist das... Nee. Soll das Dr. Cross sein? Laber. Bist du Dr. Cross? Dann hab ich dir jetzt aus Versehen den Arm zertrümmert, Baby. Aber der hat doch auch so schöne Augen. Wow! Da ist gar nichts, Mann. Pff, ich jetzt erschrocken, Alter, weil ich die angeschaut habe. Aber immer kam der andere da angezuckelt. Der Penner. Piss dich mal, du Arsch, ey. Du Wichser, ey. Bist du Dr. Cross? Sag es mir. Ich weiß es nicht. Ist das Dr. Cross? Wisst ihr das? Ah, ich muss leider, Schätzchen. Verzeih mir. Coming soon! Ranger the Moon! Okay. Stimmt, Blockbuster. Mhm. Ripper Klingen. Oh, da unten ist ein Knoto. Oh Gott, ey. Da unten wird ganz viel Scheiße passieren. I know that. Von mir. Ach komm schon! Ja lol! What the fuck? Ich komm da gar nicht weg aus dem Scheiß Haus. Ich gleich einen Flammenwerfer nehmen sollen, oder? Hm, schon mal. Diese scheiß Bissviecher, ey. Dann ist man da so lahmarschig. Ich weiß, ich hätte Straße machen können, ich bin selber schuld und hast du nicht gesehen und so. Aber, puh, ey. Diese Waffe ist doch aber auch Gülle. Warum dieses Viech da draußen rumlatscht? Was soll mir das sagen, ey? Was will es mir sagen? Okay. Zweiter Versuch. Komm, jetzt habe ich mich selber angezündet. Aua! Alter, die Flammen sind jetzt blau von dem Ding. Das ist ja mega. Aber ich komme nicht mehr weg. Oh, wie geil, Mann. Ah! Puh, ey. Soll ich das machen? Hä? Die Viecher sind da sofort da und ich bin lahmarschig wie sonst was. Verarschen oder so? Versuch das mal mit dem sekundären Feuermodus nochmal aus von dieser anderen Waffe. Allerdings, puh. Ich glaube, das Scheißviecher. You're the sunshine, my little sunshine.
Können wir da auch wieder hochfahren? Bestimmt, oder? Wir fahren dann einfach wieder hoch. Was hat uns halt denn davon? Ich meine, warum nicht? Bye bye, Motherfucker. Jetzt, unten, jetzt habe ich es wahrscheinlich so hingebogen, dass ich jetzt da, sobald ich unten ankomme, voll die Fresse bekomme und nichts mehr machen kann, oder? Treffe ich die da unten? Bestimmt nicht, oder? Hm. Nicht so richtig, aber... Boden, ey, ohne Spaß. Das ist ganz schön ekelhaft, ey. Ich hab gedacht, ich hätte da einen Schatten gesehen. Aha! Kommst doch hoch zu mir! Denk nicht mal dran, ey. Mistvieh, ey. Ich dachte, es hat leicht zerstört sein. Ah, tut mir leid, Dr. Cross, falls du bist. Ich hab deine Stimme gehört. Dementsprechend bist du für mich lebendig und nicht nur ein Körper. Du bist ein Wesen für mich gewesen. Ich will das so wenig Leben, ey. Kacke, ey. Ach komm, das ist doch ein Scherz, Mann! Wir fahren wieder nach oben. Ja. Eine Mutti, ja. Was soll ich denn davon halten, ey? So ein behinderter Dreckskampf, wo du dich nicht vernünftig bewegen kannst, ey. Ich hasse sowas. Der Anzug Level 4 oder 5 oder was wir da jetzt haben. Keine Ahnung, ey. So viel weniger Damage bekommen wir da jetzt auch nicht. Das geht dann genauso viel wie vorher. Ey. Ich wollte doch eigentlich die scheiß Säge nehmen. Ey. Dieses Waffenmenü, ne? Wenn es von links nach rechts wäre, wäre mir das lieber, ey. Dieses Kreuzgedöns, ey. Feuerkreuz und so. Fuck, Junge. Boah, ist das ein ekelhafter Kampf, Leute. Ich habe keine Flammenhorizont mehr. Oh fuck. Nicht so geil. Wie mache ich denn das jetzt? Das ist ja lustig, ey.
Waffe ist ein Scherz, Leute. Keine Heilung mehr, kein gar nichts. Wir gehen jetzt zurück und holen uns Heilung, weil ich habe keinen Bock hier zu verrecken und den Kampf nochmal von vorne zu beginnen. Hoffentlich werden wir das schaffen. Ne, Wundblock gehen wir jetzt bestimmt nicht, ey. Heilung brauchen wir. Völlig am Sack, gehen wir hier wieder zurück, ey. Komm schon, halt durch, Isaac. Guckt's euch an, der arme Isaac. Ach Quatsch, wo ist denn der Shop da? Voll dran vorbeigelatscht. Puh, ey. Was ein ekelhafter Kampf. Ich weiß, die Viecher sind jetzt nicht das Problem, auch wenn sie ekelhaft sind. Ekelhaft vom Kampf, wie man damit umgeht und so. Aber das wirklich Ekelhafte an dem Kampf ist der langsame Boden. Der geht mir schon sehr auf die Nüsse, muss ich sagen. Boah, geht mir das auf die Nüsse. Ich weiß gar nicht, wie viel Ripperkling wir haben. Wir haben echt noch genug im Inventar. Ich kenne noch ein paar mittlere Medipacks, wenn ich ehrlich bin. Jetzt ein großes genommen? Nee. Mittleres, ne? Sehr gut. Okay. War das jetzt ein guter Kampf oder ein schlechter Kampf? Wahrscheinlich eher schlecht. Hätte man anders lösen können, vielleicht. Kein Schimmer. Aber besser irgendwie als gar nicht. Ich meine, wir haben es noch nicht zu Ende, aber wir sind kurz davor. Die paar Viecher da unten, die kleinen Wegsviecher, die kriegen wir schon noch klein. Wir haben uns jetzt nicht die passenden Waffen dafür. Ich würde keinen Flammenwerfer dafür benutzen. Aber ich glaube, ich hatte keine Flammenwerfer-Munition mehr, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe jetzt nicht richtig nachgeschaut, wahrscheinlich. Dieses langsame Laufen ist da auch bloß ein Ding von Streckung, Spielzeitstreckung. Weil hier in dem Moment, guck mal, warum muss das hier langsamer sein? Hier ist nichts. Warum muss das hier langsamer sein? Weil eins von den Viechern ab und zu mal mit nach oben kommt oder was? Theoretisch. Vielleicht auf dem Rückweg wird dann irgendeine Kacke passieren. Das kann natürlich sein, ja. Kommt da recht. Oh. Mhm. Hab ich schon erwartet. Hab ich auch erwartet. Das ist doch ein Witz, oder? Paar Blätter leider verschwenden müssen, um mir da sicher zu sein, dass die tot sind. Was war da jetzt erfolgreich? Hä? Das war doch jetzt hier bloß ein Knoten drin, oder? Plasma-Energie, okay. Ein kleines Medipack. Und Ripper Klingen.
Okay. Nichts von Interesse. Wie immer. Was bringt mir das jetzt hier, dieser verkackte Speisesaal? Achso, den Energieknoten. Oh, Besatzungsschlüssel. Aber geil. Und jetzt passiert Scheiße auf dem Rückweg. Moment, ich muss mal kurz meine Aufgaben lesen. Sobald ich den Schlüssel der Besatzung gefunden habe, kann ich mit den Aufzügen runter zu den diversen Schlafblöcken des Decks fahren. In der Tat. In der Tat. So. Wir liefen. Right now. Eigentlich kann hier nichts passieren. Eigentlich kann hier nichts passieren. Dieses komische... Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und... Und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Wer ist das? Das ist aber nicht der Kain, oder? Ist das der Kain? Nee, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Wer ist denn der Typ da? Tempel vielleicht? Jetzt bin ich so komplett verwirrt. Könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr das wisst. Da glaube ich kein Spoiler, der hat da schon mal mit uns gesprochen. Ah, jetzt können wir nämlich auch. Will ich in die Lobby noch, oder? Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Aber in dem VIP-Bereich könnten wir jetzt den Schlüssel haben wir ja da, oder? Nee, ach nee, der war ja verschlossen. Wegen dem komischen anderen Typ da. Ah nee, war ich. Ah, da können wir jetzt aufmachen, ne? I remember. Ah. Schlafblock A. Was war hier nochmal drin? Ach so. Ja, alles klar. Und hier drüben war zugebucherter Rotz, ne? Bin ich da hergekommen? Nee, oder? Nee. Was babbel ich denn, ey? Ich bin doch da von der Monorail gekommen. Alles klar. Auf geht's! Monorail. Okay. Sage und schreibe 25. Ein kleines, ein großes Straßenpark. Jede Menge Klingen. A dining room. Captain Wesker, where's Chris? Hört sich an nach Dinosauriern, ey. Als ob du nicht lebst, ey. Willst du mich verarschen, oder was? Willst du mich doch verarschen, ey. What the fuck? Was war das denn? Oh, das hat mir auch Damage gemacht. Das hat mir auch Damage gemacht. Verarschen. Huh. Strahlmunition. Vielleicht sollte man dann das zusammen in Kombination mit Stase verwenden, weil das, wenn das so lange braucht, um aufzuladen oder wie man das gerne nennen möchte.
könnte es sein. Das erste Vieh übrigens, was komplett war und nicht aufgestanden ist. Finde ich ganz schön nett. Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Hm. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Hm. Natürlich. Speichern werden wir gleich. Muss man noch den Brennstoff mitnehmen. Die Kiste hier. Die. Lol. Von der Treppe aus war das Ding unzerstörbar. Crewdeck. Ey. Alles klar. Wie angekündigt werde ich diese Folge ein bisschen kürzer halten, da es jetzt schon nach 4 Uhr ist. Aber immerhin 2 Folgen an einem Tag. Zumindest, oder wenn sie nicht an einem Tag kommen sollten. Also wenn sie an einem Tag kommen, dann kommen sie alle beide am 1. Und wenn nicht, kommt es am 30. eine und am 1. eine, oder? Das ist doch gar nicht so uncool, finde ich. Und damit, ja, hoffe ich natürlich, dass euer Jahr 2016 gut begonnen hat. Ich hoffe, es geht weiter so. Ich hoffe, ich habe den Kater gut verkraftet. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge von Dead Space wieder mit dabei sein würdet. Dann lasst mir doch ein paar Kommentare, wie euch diese Folge gefallen hat, wie ihr Silvester so verbracht habt und ob ihr den Kater gut überstanden habt, beziehungsweise ob ich euch darüber vielleicht mit dieser Folge hinweg helfen konnte. Ne? In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen im ersten Video des Jahres 2016. Oder das zweite oder dritte, ich weiß noch nicht. Bis dahin, bye bye und tschüss.